Guten Abend zurück auf dem Kanal von Chaoszone TV. Hier gibt's gleich den nächsten Vortrag, diesmal auf Deutsch und der wird leider auch nicht übersetzt. Und ihr könnt Fragen stellen, wie üblich im IRC, auf Twitter mit RC3 Chaoszone oder auch auf Mastodon. Und die Links dazu findet ihr auf der Streaming-Seite unter dem Video im Reiter Chat. Und der nächste Vortrag heißt GovData meets Civic Tech, Initiativen der kommunalen Daseinsvorsorge an dritten Orten. Und als Sprecherin begrüßen wir E-Gouvernante. Guten Abend und dann viel Spaß mit dem Vortrag und wir sehen uns zu den Fragen. Ich sehe mich. Ja, vielen Dank. Ich bin begeistert, dass so viele noch wach sind und ich bin zuversichtlich, dass die Kombination Government Data und Civic Tech vieles macht, aber nicht müde. Und ich gebe zu, die Beschreibung des Talks, als ich mir das ausgedacht habe, sieht nach einer Menge Keywords aus, die aber passen durchaus zusammen. Und den Beweis wollte ich heute führen und zwar genau an den Stellen, an denen sie den meisten Nutzen stiften, eben genau dort, wo sich die Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger abspielt, nämlich im urbanen und ruralen Raum, nämlich this is where the magic happens. Wir kommen zu den Definitionen, also welche Begriffe habe ich aufgerufen? Das war Government Data, das war Civic Tech, das war kommunale Daseinsvorsorge und das waren die dritten Orte, die Makerspaces als dritte Orte. Ich verknüpfe das Ganze mal noch ein bisschen deutlicher, nämlich Government Data mit kommunaler Daseinsvorsorge und Civic Tech mit den dritten Orten. Und ich starte mit Government Data oder um gleich den wichtigsten Schritt vorwegzunehmen, Open Government Data, also die Daten, die wir später in die Anwendung auch reinkippen wollen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass die Daten, die wir den Werkzeugen zugrunde legen wollen, verfügbar sind. Aktuell sind sie das natürlich noch nicht. Ich zeige später aber nochmal ein paar Wege auf. Okay, wenn wir also von Open Government Data reden, dann reden wir von Datenbeständen, die von der Verwaltung im Interesse der Allgemeinheit zur freien Nutzung und Weiterverarbeitung zugänglich gemacht werden. Also das alles, was wir eben auch von Open Data verlangen, sind absolut nicht die Daten aus noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren, auch wenn gerade hier die Forderung nach Transparenz naheliegend scheint und schon so manchen Totalausfall verhindert hätte, von dem ich durchaus auch berichten kann. Also zunächst mal stellt man auch bei den offenen Verwaltungsdaten auf die Open Data typischen Prinzipien ab. Das ist hier auf der Folie, also Vollständigkeit, Primärquellen. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Wir haben es hier stehen und wir stellen insbesondere in dem Thema Open Government Data auf die drei wichtigsten Fragen ab. Welche Daten sollten öffentlich sein? Wie werden die Daten veröffentlicht? Und wie werden Richtlinien umgesetzt? Seit Jahren gibt es also wirklich schon aktive Programme bundesweit, Initiativen und Projekte, die die Anforderungen der Anspruchsgruppen, Verwaltung, Zivilgesellschaft, also Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Wissenschaft zusammentragen, Plattformen begründen und diese befüllen. Und soweit so bekannt, damit springen wir direkt in die Themen der öffentlichen Verwaltung, denn dafür bin ich ja als E-Gouvernante sozusagen da. Wir haben hier die räumlichen Informationen, wir haben rechtliche Informationen und die technischen Informationen. Das soll darstellen, dass das eben hochkomplex ist. Dazu ein Beispiel, in den allermeisten Fällen betreffen die für die Allgemeinheit zugänglichen Datensätze eben so Themen der Stadtplanung. Das sind die Themen, die uns in Beteiligungsverfahren interessieren und damit auch grundsätzlich räumliche Informationen. Also nehmen wir uns die OZG-Leistung, Anlagen, Genehmigung und Zulassung vor, also genauer den Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung nach § 22 Landeswassergesetz für die Errichtung, wesentliche Änderung oder Beseitigung einer Anlage in, an, über oder unter einem oberirdischen Gewässer vor. Das klingt alles total sperrig. Es ist aber ein Antragsverfahren zur Genehmigung oder einer Anlage
die irgendwo geändert werden soll, also eine bestehende Anlage. Unabhängig davon, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass der Sachbearbeiter als erstes so eine geografische Information hier erhebt, und zwar der prüft erstmal, ob er örtlich Zuständigkeit, ob er örtlich zuständig ist, und danach, ob er sachlich zuständig ist. Geht man später aber bei den geografischen Informationen ins Detail, also spricht man von der Adressangabe, ist es ein größeres Vorhaben geplant, braucht es mitunter dann auch die Umrisspolygone, also wenn es gerade auch über mehrere Flächen geht, Antragsteller, das sind Bürgerinnen und Bürger, das sind Unternehmensvertreter, das ist eben aber auch die öffentliche Verwaltung selbst, die sich, und da komme ich später darauf zurück, selbst Geld kostet. Und spätestens jetzt kommt der Punkt, an dem auch so Planer ins Spiel kommen. Die haben nun ergänzend die Aufgabe, die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für die Anlage beizubringen. Das wird jetzt alles ein bisschen anstrengender, hat aber den Hintergrund, dass man wissen muss, was man braucht, wenn man zielführend Open Government Data eben auch verwenden möchte und eben auch im Rahmen von Diskursen einbringen möchte. Also kommen wir zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Damit ist alles gemeint, was sich um das Vorhaben rankt, und dabei das besondere Verwaltungsrecht, also so Wasserschutzrecht, Naturschutzrecht, Baurecht, Hochwasserschutz und so weiter betrifft. Also etwaige Verordnungen sind damit gemeint oder eben auch sonstige Behördenmaßnahmen wie Satzungen. Baumfellsatzung zum Beispiel, so Baumschutzsatzung. Meist sind diese Daten dann schon in strukturierter elektronischer Form vorhanden und öffentlich einsehbar. Oft läuft aber genau diese Information der Öffentlichkeit aber auch wahnsinnig unbefriedigend ab, und zwar über eine gedruckte Information im Amtsblatt. Die Daten stehen also nicht in der Form bereit für die Öffentlichkeit, in der sie direkt in den Planungsverfahren verwendet werden können. Und was aber absolut hilfreich wäre, vor allem in Anbetracht größerer Maßnahmen. Komme, aber mit, da würde man doch wissen, dass unmittelbar im Zielgebiet einer größeren Maßnahme eben ein Vogelschutzgebiet ist. Man könnte so viele Klageverfahren vermeiden, so viel Geld einfach nicht verbrennen, wenn man von Anfang an drumherum plant, Zeit und eben dann auch Geld spart. Aber kommen wir zu den technischen Rahmenbedingungen für unsere Anlage. Hier ist die ganze Sachlage noch ein ganzes Stück schwieriger, und da heranzukommen, ist natürlich aufwendig und auch richtig teuer. Da geht es um Leitungen für Wasser, Abwasser, aber eben auch um Strom. Also die ganzen, also Gas oder eben auch ganz wichtig Daten, also die ganzen Daten, oder Informationen, die die kommunale Daseinsvorsorge betreffen. Also alles Dinge, die auch in der Erde sind, und das sind eben Informationen, die wahnsinnig spannend sind, weil sie unfassbaren Nutzwert haben. Also zunächst einmal haben die Leitungen dann eben individuelle Eigenschaften, damit einhergehen besondere Sicherheitsvorschriften, die herausgestellt werden können. Das sind die Herausforderungen, eben diese Daten in ausreichender Genauigkeit dann beizubringen. Das ist die Herausforderung des Antragstellers. Die Planungsbüros wissen natürlich, wo sie die Daten herbekommen. Trotzdem ist es eine irrsinnig diffizile Arbeit, die Daten bei den datenhaltenden Stellen einzusammeln und dem Verfahren bereitzustellen. Das ist kurz gesagt nicht ganz trivial, trotz überall vorhandener digitalen Daten, dem Vorhaben eben diese gescheiten Basisdaten zugrunde zu legen. Und es ist vor allem auch gut bezahlter Aufwand, der immer und immer wieder selbst bei öffentlichen Vorhaben anfällt und richtig viel Geld kostet. Wunderschönes Beispiel aus unserem Bereich ist auch immer wieder der Breitbandausbau und der Schachtschein, beziehungsweise wie es in anderen Bundesländern heißt, eben die Aufgrabungsgenehmigung. Also der Open Government Data Ansatz ist also nur richtig und muss dann eben auch konsequent in allen Bereichen umgesetzt werden. Das weiß tatsächlich auch die Verwaltung, und vor allem muss auf die Vollständigkeit und die Aktualität der Daten größten Wert gelegt werden. Also was nutzen uns die Daten, wenn sie nicht aktuell sind? Und genau hier setzt übrigens auch die Angst der Mitarbeiter ein, die sich dann fragen, mache ich dann überhaupt noch was anderes, außer nur noch die Daten zu pflegen? Ich wollte es erst einem Kollegen nicht glauben, dann habe ich eben aber auch diese Gespräche geführt. Also teilweise sind Datensammlungen in den Verwaltungen so holprig gewachsen, dass sich die Mitarbeiter durchaus dafür schämen, mit denen rauszugehen. Das betrifft unter anderem die Baumkataster, wo man nicht gewusst hat, also in welchem Baum wurde der denn, in welchem Jahr wurde der Baum dann tatsächlich gepflanzt, und zieht sich über noch ganz andere Themen im Baubereich weiter oder im Denkmalschutzbereich. Also und wirklich Zugriff gibt es aber nur bei den auf die grundlegenden Daten der öffentlichen Verwaltung. Also vermeintlich denkt man sich das, und das ändert sich gerade, gerade was die externen Datenbestände angeht, etwa die in den kommunalen Eigenbetrieben. Und das ist jetzt wieder Übergang zu der kommunalen Daseinsvorsorge. Also man kommt aktuell noch schlecht ran. Die Frage ist vor allem,
wie die Datensätze der technischen Rahmenbedingungen sinnvoll erschlossen werden können. Also hier muss vor allem auf die Datenquellen und die Datenherkunft geachtet werden. Eine organisierte, schnelle und unkomplizierte Verfügbarkeit von aktuellen und hochwertigen Daten sorgt tatsächlich schon nach kurzer Zeit auf vielen Ebenen für eine Zeitersparnis in der internen, externen Planung. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir einen Datenraum haben oder eine Datencloud haben, mit der wir dann eben prozessgetrieben eben die Verwaltungsverfahren vorantreiben können und würde auch verhindern, dass wir zum Beispiel zum Jahresende große Teile der beantragten Fördermittel zurückgeben müssen, weil die Verfahren im Laufe des Jahres nicht vorankamen, irgendeiner krank geworden ist, irgendeiner keinen Zugriff auf die Daten hatte. Und als Stadträtin kann ich ja tatsächlich auch ein Lied davon singen, also tatsächlich auch in anderer Mission. Ich hatte schon ein Stück weit angesprochen, wir kommen zum Begriff der kommunalen Daseinsvorsorge, der eng verknüpft ist. Kommunen sind in Deutschland der zentrale Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger, zumindest verstehen sich als solche. Kommunale Daseinsvorsorge meint in dem Fall, dass die Kommune wirtschaftliche, soziale und kulturelle Dienstleistungen bereitstellt. Das sind eben auch neben all den Leitungen, die unter der Erde sind, eben auch Schulen, das sind Theater und so weiter. Meist mittels eigener Einrichtungen, das sind Ämter, das sind die kommunalen Unternehmen. Irgendwas funktioniert hier. So, die gewährleisten im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die Grundversorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen in den Bereichen der Mobilität, des Wohnens, der Bildung, Gesundheit und der Energie. Seht ihr mich noch? Okay, und der Energie, Wasser und Abfall. Größtenteils werden diese Aufgaben von kommunalen Unternehmen wahrgenommen. Der Begriff ist allerdings recht unscharf. Was zur Daseinsvorsorge zählt, ist immer wieder Gegenstand von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und im Kern sind aber folgende technische Aufgaben gemeint. Das ist einmal die Abfallwirtschaft, ganz klar. Das ist die Abwasserentsorgung, Wasserversorgung, Energieversorgung, der öffentliche Personennahverkehr, der eine absolut gute Quelle ist, um seine Stadt zu verbessern, aber das sind eben auch Sparkassen, Krankenhäuser und natürlich auch Schulen, Bibliotheken, Rettungsdienste und so weiter, die optimiert werden können, auch durch Gesellschaft. Ich möchte das jetzt in zwei Richtungen weiterführen. Zum einen ist klar, hier fallen massenhaft Daten für unsere Civic Tech Projekte an. Zum anderen kann man den Umfang potenziell bereitzustellender Daten auch noch erweitern, wenn man die Daseinsvorsorge um den digitalen Aspekt ergänzt. Hier stellt sich die Frage, welche Infrastrukturen und Dienste für das Leben und Wirtschaften in der digitalen Gesellschaft von solcher Bedeutung sind, dass sie nicht den Spielregeln der typischen Plattformökonomie überlassen werden. Also das ist alles hier Daten gegen also Leistung gegen meine Daten. Und im Zweifel sollen die tatsächlich unter öffentlicher Regie und öffentlicher Verantwortung errichtet, betrieben und eben auch weiterentwickelt werden. Und öffentliche Regie heißt eben auch immer Beteiligung und Kontrolle durch die Zivilgesellschaft. Also nochmal zurück zu den kommunalen Aufgaben. Bis Ende 2022 soll das Online-Zugangsgesetz umgesetzt sein. Das heißt, es stellt sich die Frage, ob die Umsetzung nur die Elektronifizierung der klassischen öffentlichen Dienste ist oder ob man die öffentlichen Aufgaben in neuen Prozessen denkt. Also, dass die Verwaltung dort akzeptiert ist, also was man dazu sozusagen dorthin bringt, dass die Verwaltung dort akzeptiert ist, wo die Menschen sind, was immer wieder fraglich ist und in Frage gestellt wird. Also wenn das Vertrauen im entsprechenden Maße aufgebaut ist, dass man die Verwaltung sehr nah bei sich haben möchte. Ich weiß, dazu werden die meisten Fragen kommen gleich. Dazu muss die Rolle der Verwaltung aber gestärkt werden, und zwar indem sie ihre Daten freigibt. Und auch das hat die Verwaltung verstanden, dass sie ihre Daseinsberechtigung hat, wenn sie transparent und verständlich agiert. Und damit ermöglicht sie ein gemeinsames gesellschaftliches Reagieren auf die sich verändernden Rahmenbedingungen und positioniert sich klar als Dienstleister der Gesellschaft. Und damit wir dort agieren können, brauchen wir eben Daten, und zwar viele Daten. Und so schlimm das klingt, aktuell fühlt sich trotz Open-Data-Gesetzen, die immer weiter aufpoppen überall, das ganze Thema für viele noch allzu freiwillig an. Trotz dessen ich CDO in der Landkreisverwaltung bin, bin ich
als Stadträtin im gleichen Bereich gezwungen, mit den Stimmen der Populisten in Baumkataster aus dem Grünflächenamt der Stadtverwaltung buchstäblich rauszuprügeln. Das ganze Unterfangen hat mit Vorspiel für mich 1,5 Jahre gedauert, nur damit wir jetzt an einem Stand sind, dass der Kollege 2 Jahre für die Umsetzung hat, möglicherweise auch 3, und wir nicht wissen, in welcher Qualität die Daten zur Verfügung sind, weil sie jetzt eben wieder in der Blackbox sind. Und hier der kleine Hinweis, ich habe gelernt, Grunddatenbestände, Kataster, Trinkwasserleitung, Baumkataster und so weiter zu erhalten, ist immer wahnsinnig langwierig. In Halle nicht. In anderen Städten war es problematisch. Schneller erhält man gegebenenfalls Berichtsdaten. Die haben dann auch oft mehr zeitliche und thematische Relevanz und wirken nachhaltiger, spannender auf die Zielgruppe, mit der man dann eben auch den gesellschaftlichen Diskurs führen will. Und wie dem auch sei, Verwaltungen und ihre Einrichtungen funktionieren auch immer erst dann, wenn es ein Gesetz gibt, das es ihnen erlaubt, Geld auszugeben und Ressourcen aufzuwenden. Wenn sich nun also noch nachgelagert die kommunalen Unternehmen vor Wettbewerbsnachteilen fürchten, weil sie Daten erheben müssen, die sie dann ohnehin freistellen müssen, damit andere vermeintlich Geld damit verdienen, dann kann die Antwort nur heißen, dass die Daten konsequent allen gehören und nicht demjenigen, der als erster fragt oder der irgendwo in einem Projekt gebunden ist. Und wenn wir die Gesellschaft intelligent und souverän erhalten wollen, muss die Wirtschaft der exklusive Zugang, zum Beispiel der exklusive Zugriff etwa durch diese exklusiven Partnerschaften verwehrt werden. Und zwar indem konsequent alle Daten so freigestellt werden, dass eben jeder damit arbeiten kann und dass vielfältige Lösungen entwickelt werden können. Und wenn wir von den Daten der kommunalen Daseinsvorsorge reden, dann reden wir eben auch nicht von irgendwelchen Daten, sondern von genau den Daten, die den Sozialstaat und die Gesellschaft ausmachen und letztlich auch eben unsere Smart Cities gestalten, von denen jetzt jeder redet und von denen es für die es wahnsinnig viele Fördermittel gibt. Hier haben wir vor allem die Daten der Stadtwerke, ein sehr hohes Potenzial. Sinnvoll ist hier eine Art Public Data Hub, also Public Data als Abgrenzung zu Government Data hier, also Public Data, Government Data, Public Data, dann eben die Daten aus den kommunalen Eigenbetrieben. Und hier könnt ihr eine bundesweit zugängliche Plattform, Konzepte, Verfahrensrechtsvorschriften, Sicherheitsvorgaben und technische Standards sammeln und diese eben auch veröffentlichen. Also Open Data ist so viel mehr als nur Kataster oder Verfahrensdaten. Wichtig ist wieder die Qualität und die Aktualität der Daten, und es geht um die technischen, ökonomischen und rechtlichen Anforderungen auf der einen Seite und eben auch eine enge Auslegung auf der anderen Seite, damit eben die datenerhebenden Stellen nicht gefährdet sind in ihrem Auftrag und in ihrer Tätigkeit. Und das bedeutet nämlich, dass wenn die Daten nicht mehr von öffentlichen Stellen erfasst sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Daten von Privaten oder von darauf folgenden Privaten nicht mehr einfordern können. Erbt derjenige dann den Datenschatz, entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis, da massenhaft Anwendungen auf diese Daten zurückgreifen und dort dann eben keinen Zugriff mehr haben. Kommen wir deshalb zu dem Begriff Civic Tech. Also sinnvollerweise wird Civic Tech mit Open Data grundsätzlich verbunden und überschneidet sich zudem häufig eben auch mit Government Tech, also der Digitalisierung der Behördenwege, was durchaus auch die Geschäftsmodelle sozusagen dort, also eben auch einen wirtschaftlichen Charakter hat. Also jedenfalls wirken die Daten der Gesellschaft und die Daten über die Gesellschaft und die Technologie für die Gesellschaft am besten miteinander. Und wichtig ist dabei eigentlich nur, dass die Anwendung der Gesellschaft dienen sollen. Und ich glaube, ich muss hier keinem erklären, dass Civic Tech für technische Konzepte steht, die Engagement und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern fördern. Ich komme aber auf die Schwerpunkte zu sprechen, weil die bei der Erklärung eben allgegenwärtig sind. Also das ist die Schaffung von Kommunikationsplattformen und damit der bessere Zugang zu Informationen. Das ist die Beteiligung an Verwaltungsprozessen. Das ist die Entscheidungsfindung und die öffentliche Interaktion. Und das ist die Verbesserung öffentlicher Infrastrukturen und die technikzentrierte Verbesserung des Allgemeinwohls. Und da haben wir nämlich ganz genau den Begriff der kommunalen Daseinsvorsorge wieder. Immer in Krisen oder in Zeiten des Umbruchs findet die Zivilgesellschaft neue politische Ausdrucksformen und Lösungen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen. Grundlegend sind dafür unsere offenen Verwaltungsdaten aus den Bereichen Finanzen, Umwelt, Bildung und Statistik und jetzt auch ganz wichtig Daten der Mobilität, des Wohnens, Bildung, Gesundheit,
Gesundheit, Energie, Wasser und Abfall. Und Spoiler-Alarm, die Herausforderungen des Klimawandels stellen auf jeden einzelnen dieser Themenbereiche ab. Und grundsätzlich soll sich die Zivilgesellschaft mittels technischer Lösungen aktiv an der Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur beteiligen. Das betrifft die technische Infrastruktur mit Freifunk oder LoRaWAN in verschiedenen Städten, aber auch die Visualisierung qualitativ hochwertiger Daten. Das ist immer dann, wenn so der Haushalt von Städten ins Spiel kommt oder eben so Entscheidungsfindungen herbeigeführt werden sollen. Und das sollte keinesfalls unterschätzt werden, dass die Daten eben in sehr guter, qualitativ hochwertiger und detaillierter Form vorliegen müssen, da eben das die Grundlage für die Entscheidung ist. Und ich hatte vorhin schon mal von Vertrauen in die Verwaltung gesprochen. Civic Tech in Kombination mit Open Data stellt natürlich ab auf Rechenschaftspflichten, auf Bürgerbeteiligung und intensiv auf Transparenz, um in einer aktiven Beziehung zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung das Vertrauen in eine funktionierende Verwaltung zu gewährleisten. Und auch wenn es für einige Mitarbeiter und Politiker schwer verständlich ist, aber es geht tatsächlich um die Verbesserung und das wird so nach und nach auch sehr deutlich. Also der Anspruch einiger, dass die Anwendung also mindestens mit Google und Co. mithalten kann, mag im Tourismus der Fall sein. Es wird auch eine Weile dauern, da ergeben sich natürlich Diskrepanzen, aber die örtliche und sachliche Relevanz dieser ganzen kleinen expliziten Lösungen machen das doch um einiges wette und besser. Also Civic Tech hat das Potenzial, auch einer digitalen Mündigkeit zu dienen und die Fähigkeit zu vermitteln, Digitales zu verstehen und Leute an die Themen der Digitalisierung heranzuführen, diese zu bedienen und zu entwickeln. Und da wir unsere Bürger dazu befähigen müssen, digitale Tools für ihre Interessen einzusetzen, muss allen Beteiligten klar sein. Ich habe eine Bauamtsleiterin, glaube ich, im letzten Monat kennengelernt, die hat mir letztens vorgeschlagen, einen Makerspace einzurichten in Köthen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich in dem Ort den Namen höre, aber es klang auch nicht so, als hätte sie den Begriff gestern irgendwo gehört. Jedenfalls ist für viele Mitarbeiter schon klar, wenn die Werkzeuge von der Zivilgesellschaft gebaut werden und als Open Source der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dann können die anderen nutzen, wir können sie weiterentwickeln, ohne dass die Unternehmen, Verwaltungen oder Verwaltungen Bedingungen an die Verwendung stellen können. Und in Anbetracht der Lizenzkosten für alles ist auch für die öffentliche Verwaltung inzwischen klar. Und während die Anwendungsfelder im Bereich der klassischen Verwaltung als grundlegend für eine Diskussion sind, erweitern die Daten der kommunalen Daseinsvorsorge eben das Spektrum und die Vereinfachung von Betriebsprozessen, der Visualisierung von Datentracking in Echtzeit oder die Bereitstellung von expliziten Fachinformationen für Branchen. Das kann das Rettungswesen betreffen, kann aber eben auch Informationen zu, sei es jetzt aktuell die Corona-Informationen oder eben Informationen zur Landwirtschaft, zu Flächen, zu Bodendaten und so weiter zur Verfügung stellen. Also zusätzlich können gesellschaftlich nützliche Projekte oder auch Lösungen für aktuelle Herausforderungen wie Energieeffizienz, Stadtverkehr, den Kampf gegen den Klimawandel befeuern und die Fülle an Informationen wird Stück für Stück genutzt und jeder kann durch Interaktion etwas Eigenes hinzufügen. Und die digitalen Innovationen und Ideen können nur über die Makerspaces und ihre Vernetzung tatsächlich in die Fläche und eben auch in andere Städte und Kommunen gebracht werden und dann Teilhabe und Veränderung bewirken. Genau. Es braucht genau diese Orte, an denen Menschen zusammenfinden und die verschiedene Kompetenzen haben, da Laien aus fachlicher Sicht eben auch kaum in der Lage sind, Daten von öffentlicher Hand finanzierten Bauprojekt, also was auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen. Im Zweifel sind es dann tatsächlich diejenigen, die Verwaltung verstehen, die Technik verstehen wollen oder die Verwaltung verstehen wollen, die ein konkretes Problem haben und die tatsächlich auch daran anknüpfen wollen und dieses Problem lösen wollen. Und damit kommen wir dann zu den dritten Orten und die nehmen dann tatsächlich auch die Schlüsselrolle ein. Und wenn man einen Makerspace als einen solchen dritten Ort begreift, dann ist das wohl auch genau der Erfolgsfaktor. Also dritte Orte, das sind die Orte, die freiwillig, wiederholt und gern aufgesucht werden und es sollte keine Mühe machen, sie zu erreichen. Das ist in den meisten Fällen nicht der Fall und sie sind nicht mit alltäglicher Verpflichtung besetzt, bieten Raum für eine Auszeit und sie fühlen sich im unverwechselbaren Erscheinungsbild vertraut. Also zumindest geht es mir so, wenn ich in die Atmosphäre sozusagen eines Makerspace eintauche.
Man trifft auf Menschen mit ähnlichen Interessen, man fühlt sich willkommen, die Leute sind freundlich und man ist dort, um zuzuschauen oder sich zu unterhalten oder eben auch zu meckern und dieses Meckern eben anzugehen. Und zwar geht es dort eben auch um die Umsetzung eigener Ideen und Prototypen, aber nichts treibt einen eben außer der eigenen Motivation, angefacht durch andere Leute, durch eine Diskussion, die sich vielleicht irgendwo entsponnen hat, ganz spontan und eigentlich von Leuten, die ihr Wissen gern teilen. Und im Grunde sind es die Orte, in denen man sich genau die Gedanken macht, die im Kontext von Government Data und Civic Text auftauchen und die einen unschätzbaren Wert eben auch für die Verwaltung haben, weil hier eben die Probleme der Stadtentwicklung auftauchen. Hintergedanke ist einfach ein attraktives Umfeld, lässt Menschen aus den Quartieren weg, ein unattraktives Umfeld, lässt Menschen aus den Quartieren wegziehen oder aus dem Stadtbild verschwinden, einfach weil sie sich in die Individualität ihrer kleinen Wohnung zurückziehen, schimpfen, aufgeben, meckern, auf Facebook verschwinden. Und Makerspaces, wenn man sie als dritte Orte versteht, die erstmal für jedermann zugänglich ist, sind, ermöglicht ein Zusammentreffen ganz unterschiedlicher Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Und ich erinnere mich total gern daran, wie wir das Feinstaubprojekt aufgegriffen haben. Die Teilnehmer hätten nicht unterschiedlicher sein können. Und diese Heterogenität sorgt eben auch dafür, dass man auf die Fremdheit in den anderen Menschen trifft, was manchmal so ein bisschen verdutzt, manchmal aber auch unfassbar inspirierend ist und auf jeden Fall aber eine aktive und kluge Gesellschaft widerspiegelt, die potenziell einen idealen Inkubator, jetzt benutze ich die ganzen Wirtschaftsbegriffe, für Ideen und Umsetzung mit Verwaltungsdaten eben darstellt und für den urbanen und ländlichen Raum mit spannenden Fragestellungen und eben auch also mit Lösungen übersehen kann, ohne dass da jetzt unbedingt ein Geschäftsmodell dahinter stehen muss. Und aus Sicht der Verwaltung kann ich tatsächlich nur sagen, dass es ideal ist, weil man an keinem anderen Ort Zielgruppe und Entwickler als Anspruchsgruppen so nah bei sich hat. Und damit zeigt sich dann aber auch das Spannungsfeld sehr deutlich. Aktuell werden Fördermittel in insgesamt Milliardenhöhe ausgegeben, um Smart City-Anwendungen, Projekte zu entwickeln oder Strukturstärkungsmaßnahmen durchzuführen. Antragsberechtigt sind dann in den meisten Fällen Kommunen mit einer sehr überschaubaren Mitarbeiterzahl aus dem IT-Bereich oder mit einem digitalen Hintergrund. Und damit ist die Gefahr aber auch sehr hoch, dass die Kommunen mit Angeboten überschwemmt werden und fachlich kaum etwas entgegenzusetzen haben, weil die ITler im Tagesgeschäft gebunden sind, Strategien nicht vorhanden sind oder externe Projekte ja sowieso keinem wehtun, weil die irgendwann auch abgeschlossen sind und man dann vielleicht mal zusätzlich ein bisschen Personal hatte. Vielleicht aber auch, ne? So, insofern ist es jetzt aber immens wichtig, sich jetzt zu organisieren, sich zu vernetzen und die Themen zu besetzen, um die Städte nicht mit Technik zuzupflastern, die zwar für die beteiligten Unternehmen wirtschaftlich nachnutzbar scheint, aber danach unkontrolliert im Stadtraum funkt. Und es ist wichtig, den Funktionsumfang und die Verwendung der Daten zu definieren. Andernfalls ist die Gefahr nämlich hoch, dass es gut gemeinten Mobilitätsprojekten eine ungewünschte Verkehrsraumüberwachung wird, wo die Verwaltung dann auch nicht mehr eingreifen können. Und diese Weichen sind eben jetzt von der Gesellschaft zu stellen. Ziele und Nutzen müssen dadurch klar vorgegeben werden. Daten und Datenformate müssen konsequent als konsequent freizugebende Daten definiert sein. Und wenn die genehmigten Daten dann im Unternehmen ausgewertet werden, sei es drum, können alle anderen auch. Und nur so ist es möglich, die Gestaltungsmöglichkeiten, die der Zivilgesellschaft zustehen, eben zu behalten. Und das muss allein schon unter der Maßgabe passieren, dass Bürgerinnen und Bürgern sich nicht durch Eingriffe ins Stadtgeschehen fremdverwaltet und eben in der eigenen Stadt fremd fühlen. Und gerade beim Aufbau von Smart Cities ist das ein riesengroßes Thema. Smart City habe ich mal so ganz salopp gesagt, ist überall dort, wo IoT auf Verwaltungsleistungen und kommunale Daseinsvorsorge trifft. Eben genau, wo diese Daten entstehen, die dann sehr gut und sehr wirtschaftlich eben auch verwendet werden können. Und Aufgabe der Verwaltung ist es dafür, sich zu öffnen und Datenkataloge zu erstellen. Ich hatte ein Projekt in der Nachbarschaft, da hat man dann im Rahmen des Open Data gesagt, wir machen jetzt ein Beteiligungsverfahren und haben einfach gefragt, welche Daten Bürger denn gern hätten. Also so einfach aus der Kalten raus. Man würde ja jetzt Open Data machen wollen. Und dann steht der Bürger da und hat nichts weiter als ein Organigramm in der Hand und sagt spontan so Kfz-Zulassung. Wie viele Autos habt ihr dann im letzten Jahr zugelassen? Und dabei ist es tatsächlich so viel spannender, nach den CO2-Angaben der Autos zu fragen oder ob, wenn ich jetzt an Halle denke, robuste Autos und Kopfsteinpflaster in der Altstadt Hand in Hand gehen. Anfragen lässt sich das alles aber jetzt schon, wenn man weiß, wonach man fragen muss. Und da kann eben nur als Verwaltung als Vermittler agieren. Und Beschlussanträge für die Gremien kann man dem Politiker seines Vertrauens in die Hand drücken.
Bestenfalls hat man den Bürgermeister oder den Landrat überzeugt. Was soll auch der Stadtrat oder der Kreistag auf die großzügige Datenstrategie hin sagen? Also ich glaube kaum, dass dort irgendjemand sagt, so nein, wir wollen eure Daten nicht. Der Bund mit seiner Datenstrategie lebt das gerade auch ganz gut vor, wie man das eben machen kann und eben auch mit einem Beteiligungsverfahren ganz gut auf eine gute Schiene bringen kann. Und der Beschlussantrag kann einmal dann darauf lauten, wie die gewünschten Daten freizugeben sind oder dass sie eben, oder welche gewünschten Daten dann eben freizugeben sind oder dass sie direkt by default zu Open Data werden, also direkt aus der Fachanwendung eben generiert werden. Dazu müsste dann ein Beschlussantrag zur Anpassung der Vergaben gestellt werden. So könnte schon bei Ausschreibung festgelegt werden, dass die Dateninfrastruktur ausschließlich den Bürgern dienen soll. Sinnvoll ist, nee, nicht ausschließlich, oder auch den Bürgern dienen sollen. Und sinnvoll ist es, das in die überall entstehenden Digitalstrategien aufzunehmen. Und gut, es ist immer ein aktuelles Thema aufzugreifen. Baumkataster, auch wenn ich vorhin gesagt habe, so, es hat ewig lange gedauert. Es ist leicht zu verstehen, es ist überschaubar, es ist immer positiv besetzt. Luftdaten hingegen, habe ich die Erfahrung gemacht, haben schon manche große Baufirma geärgert, weil die dann doch mal Sprühnebel auf ihre innerstädtischen Großbaustellen einsetzen müssen, um den Staub am Boden zu halten und nicht durch die Stadt zu verteilen. Und es kostet natürlich wieder, was natürlich nicht so beliebt ist. Dann haben wir die Daten des öffentlichen Nahverkehrs. Beziehen eine Vielzahl von Menschen jeglichen Alters mit ein, hat also eine riesengroße Wirkung nach außen und spannend sind auch die Ausgabekanäle. Auch eine Verwaltung freut sich, wenn die Abfahrtzeiten der Busse im Wartebereich angezeigt werden, das ist ein ganz kleines Projekt, oder die Wartezeiten im Bürgeramt schon am heimischen Rechner angezeigt werden können. Und tatsächlich ist der Sinneswandel in der Verwaltung schon längst angekommen, also die Verwaltung tickt schon längst nicht mehr völlig gegenläufig. Immer mehr Menschen arbeiten für Staat und Verwaltung und machen sich in ihrer Rolle als Bürgerinnen und Bürger Gedanken über dessen Zukunft. Und damit ist irgendwann auch ein völlig neues Verständnis vom Dienst an der Gesellschaft entstanden. Und möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass dieser Always-on-Zustand, der tatsächlich auch den Verwaltungsmitarbeiter erreicht hat, einen die Arbeit mit nach Hause nehmen lässt. Und in jedem Fall hat es aber auch damit zu tun, dass permanent unausgereifte, vage Ideen in Form von Projekten durch die Wirtschaft an die Verwaltungsspitze herangetragen werden, die dann nie enden oder die einen ganz klaren Nutznießer haben oder bei denen es scheinbar egal ist, ob sie erfolgreich sind, weil Fördergelder für manch einen Akteur Mittel sind, die kein klares Ziel verfolgen. Und aufgrund der Menge an Aufgaben ist es jedenfalls so, dass die Mitarbeiter in der Verwaltung definitiv keinen Nerv mehr dafür haben, wenn es im Anschluss keinen Nutzen oder keine Entlastung verspricht. Und aus diesem Grund ist es notwendig, dass Open Data und Open Source, auf das Wort gehe ich jetzt nicht mehr ein, in den Gremien eingefordert wird und dass die öffentliche Verwaltung wieder so agiert, dass Mitarbeiter souverän auf sinnvolle Ansätze und eine abgestimmte Daten- und Digitalstrategie verweisen, wenn der nächste Vertreter sich an die Verwaltungsspitze ranwandt. Und außerdem in Ulm, in Bonn, in Berlin, in Halle, inzwischen auch in Köthen und in so vielen anderen Städten arbeiten Mitarbeiter der Verwaltung längst in den Makerspaces mit den Menschen zusammen. Und in Kombination haben wir eben auch die gewünschte starke Gesellschaft, die neben den offenen Daten auch offene Algorithmen einfordern kann. Denn so altbacken, wie wir immer so dargestellt werden in der öffentlichen Verwaltung, sind wir gar nicht. Tatsächlich gibt es schon Verwaltungsprozesse, die durchweg automatisiert sind. Hashtag Paragraph 35a Verwaltungsverfahrensgesetz, vollständige Automatisierung von Verwaltungsakten. Ich glaube, da ist noch ganz viel möglich und wir sollten jetzt damit beginnen, die Daten einzufordern, um dann eben innerhalb der Prozesse handlungsfähig zu bleiben. Danke. Ja. Gab es dann schon den Hinweis, dass es wohl ein umfassendes Portal gibt unter open.nrw/open? Auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall Open NRW. Wir haben auch GovData. Gott, was haben wir noch für... Aha. Ich denke nochmal drüber nach. Fällt mir gleich ein. Ich bin noch voll in meinem Vortrag.
Alles klar. Dann stelle ich erstmal die nächste Frage. Peinlich. Die nächste Frage zielt darauf ab, wo man sich denn um Fördermittel bewerben kann, welche Programme es da so gibt. Denn da hat wohl jemand schon einen Bürgerarbeitskreis Digitalisierung gestartet und genau, würde sich freuen, wenn er dafür vielleicht auch ein bisschen Budget hätte. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich so, dass wir im Wirtschaftsministerium dafür anfragen können. Es ist aber immer sinnvoll, eben auch in der Kommune zu fragen und auf die Strukturstärkungsgesetz, also wenn das gerade die Kommune betrifft, dort abzustellen, um auf Landesebene, ich habe jetzt nicht den Überblick über die ganzen Bundesländer, auf Bundesebene ist definitiv Bundesministerium des Innern, da gibt es immer wieder Projekte. Also gerade was Smart Region betrifft, würde ich auf jeden Fall auf die oder auf Open Government, Open Data Modell Kommunen, da gibt es ein Förderprogramm, das eigentlich sehr gut ist und das auch immer wieder in jedem Jahr mit relativ hohen Summen dann unterstützt. Ich würde mir aber in jedem Fall immer die Verwaltung dort als Partner nehmen, eben weil dort die Daten herkommen und die dann eben auch die Berechtigung haben, also die Möglichkeit haben, dafür Ressourcen freizuschaufeln, eben diese Daten zur Verfügung zu stellen. Genau, das ist ein sehr gutes Stichwort, Zusammenarbeiten mit der Verwaltung, denn darauf zielt die nächste Frage ab. Da arbeitet jemand kurzzeitig mit offenen Geodaten für eine mittelgroße Kommune, ja, und fragt, was es denn von deiner Seite für Tipps gibt, um die Verwaltungsmitarbeiter mitzunehmen. Denn man hat das Gefühl, dass da noch viel Überzeugungsarbeit notwendig ist. Gerade offene Geodaten haben den Bezug, dass die oftmals vom Land eben auch erhoben werden. Ich würde dazu raten, dass es immer sinnvoll ist, den Nutzen insoweit darzustellen, dass man diese Daten miteinander austauschen kann. Also das gerade, was wir jetzt in Bezug der Geodaten haben oder der Raumordnungsdaten und so weiter, ist es immer sinnvoll zu sagen, dass man eben zusammenarbeiten kann. Ich kenne es aus dem Bereich Tourismus, dass wir gerade, wenn wir die Points of Interest und so weiter erheben und beschreiben und mit Attributen versehen, das ist und dann eben mit Kartendaten arbeiten, dass es immer gut ist, eben zu sagen, man ist nicht mehr der einzige Redakteur, sondern jetzt können ganz, ganz viele Leute Daten aktualisieren. Genau, dann könnten wir nochmal auf die erste Frage zurückkommen. Ist dir da noch was eingefallen bei Beispielen? Das Problem ist, dass es ein Riesenberg gibt an kleinen Projekten. Okay. Und ja. Ich habe einen Twitter-Kanal, ich arbeite das nach. Alles klar, also folgt Eva Cavanante auf Twitter und lasst euch dort noch viele Open Government Data Projekte empfehlen. Ansonsten, ich bin sicher, dass ein Haufen Kollegen zugucken, die jetzt gerade sagen, hier, du hast mein Projekt vergessen und ich kriege dafür so richtig Hate. Also bitte, bitte wir werden das alles alles liebevoll nachtragen. Ansonsten gab es noch vielen Dank für deinen Vortrag und da würde ich sagen, wir beenden den Vortrag dann und ich weise noch darauf hin, dass es dann ab 22 Uhr noch ein Radioprogramm auf diesem Kanal gibt und dann geht es dann morgen irgendwann weiter. Ansonsten euch noch allen viel Spaß auf dem RC3 und man sieht und hört sich. Tschüss.